Hallo Leute, der Soriru hier. Und ein paar von euch werden das Spiel kennen, sich zurückerinnern, wie auch immer. Crossout, ich habe es mal wieder installiert. Ich habe mal wieder bin ein bisschen rumgefahren und fand es eigentlich ganz okay. Ja, also ganz ehrlich, so, ich habe schon ein bisschen gespielt, ja. Ich mache hier einfach mal neu. Du warst Level 4. Was auch immer. Wir versuchen es einfach mal. Raids habe ich noch nicht gespielt. Doch, diese einen Weihnachtsdinger habe ich gespielt. Die waren ganz lustig. Die haben aber auch relativ lange gedauert. Also, uiuiui. Und ich schaue einfach mal, wie es aussieht und was so kommt und wie es funktioniert. Und ich habe auch mal ein bisschen rumprobiert mit Streaming auf YouTube und geguckt, ob ich da was hinkriege. Bin allerdings, muss ich ehrlich sagen, von der Qualität absolut überhaupt nicht überzeugt. Also die ist, gefällt mir gar nicht. Doink. Der hat es nicht allzu weit geschafft. Und hier noch nicht mal von wo die Gegner kommen. Und da sind sie schon erledigt. Cool. Ja. Schauen wir uns mal hier hin. Gucken wir mal, ob von hier jetzt was kommt. Irgendwie war die Qualität beim Streaming war leider super, super. Also ich fand sie persönlich super, super schlecht. Und ja. So, gut. Wo ist der nächste? Otto? Da. Ja, das ist also ewig warten, bis er hier anzeigt, wo der nächste ist. Ja, jedenfalls deswegen gibt es auch erstmal kein Streaming, sondern eine Aufnahme. Und ich will mal gucken, ob man da irgend noch was an der Qualität drehen kann. Das war aber echt. Also ich fand sie ziemlich schlecht, die Qualität. Leider. Ja. Sonst hätte man tatsächlich mal ein Streaming machen können. So, den hab ich. Es gibt einige Neuerungen. Also das, ein paar Sachen sind mir schon aufgefallen. Der ist auch weg, okay. Und manche Sachen sind immer noch nervig, aber zumindest gerade die Thronen sind mir eher selten begegnet. Also es gab ab und zu mal welche, aber es war eher, ja, die Ausnahme. Nächste Gegnerwelle, wir warten. Und ich werde hier auch nicht allzu lange heute spielen, denke ich mal. Eben durch mein ganzes Rumprobieren ist schon tatsächlich ein bisschen Zeit vergangen. Mal gucken, wo der nächste ist. Fahr schon mal vorsichtig hier in die Richtung. Da und okay, no, das passt ja. Schumm. Das ist nur die Frage, von wo kommen sie? Hoch. Ja. Gut, weg. Doink. Der auch weg. Okay, und das müsste jetzt die... Nee, am Ende kommen mal drei Gegnerwellen, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Oh,
in 14, 3, 12, 11, das kann ja noch ein bisschen dauern hier. Also das wäre irgendwie sinnvoll, wenn man zumindest irgendwo hinfahren muss, dass die Gegner, man die so schnell weggeräumt hat, dass die nächsten Gegner etwas zügiger kommen. Eigentlich. Aber gut. Fällt mir gerade so auf. Vorstellen. Ach, das ist hier ein Gegner. Ich hab gefragt, was stellt der sich denn hier vor? So, der ist weg. Moin, der ist weg. Das war's. Okay. Gut, das hat doch wunderbar funktioniert. So, zur Garage. Aber ich habe noch kein Maschinengewehr drauf. Dann können wir mal noch. Was gibt's denn hier noch? Also. Clans Ranglistenspiel. Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen es einfach mal. Was das ist, wird sich zeigen. Das müssen wir machen. Ja, es geht gegen ein anderes Team. Ja, also okay. Well. Außer Reichweite. Mist. Mal wieder in Deckung. Uah, Mist, der hat da Schrotflinten drauf. So. So viel Schaden wie möglich angerichtet. Mitgenommen habe ich ihn aber, glaube ich, nicht. Und ehrlich gesagt, gut sieht das... Was macht der denn hier? Gut, da hat er jetzt erst angefangen. Also das sieht, glaube ich, nicht wirklich gut aus. So, machen wir nochmal ein anderes Spielchen. Ja, von diesem Neujahrsevent. Ich habe keine Ahnung, Crackers. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich braucht man die gar nicht oder ich brauche sie gar nicht. Und ich muss auch mal gucken, wie das eigentlich jetzt mit diesen Containern aussieht, weil früher war es ja so, du hast irgendwelche Teile bekommen und wenn du die angebaut hast, dann waren die nur ein paar Stunden gültig oder du hast zufällig irgendwelchen Schrott bekommen. So Sachen, die du auch nicht gebraucht hast. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. So. Alert. Hä? Ja doch. Die gleiche Map. Diesmal sind wir nur auf der anderen Seite gestartet. Ich war kurz verwirrt. Also tatsächlich ernsthaft neue Maps scheint es gar nicht zu geben. Da war einer getarnt. Bisschen Schaden gemacht. Boah!
mehr. Das gibt's nicht. Du hast ja keine Chance auszuweichen. Ja, genau. Kann ich gleich gar nicht mehr bewegen. Ha, ich glaube, ich habe ein paar Raketen von ihm geschossen. Aber nicht genügend. Na, jetzt habe ich nur noch einen, also. Das wird sich jetzt alles arg in Grenzen halten. Boink. Weg. Okay. Zurück zur Garage. Also dieses Weihnachtsding ist irgendwie merkwürdig. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Eine Chance gebe ich ihm noch. Also, ehrlich gesagt, ob der Algorithmus, der die Teams zusammenstellt, mittlerweile besser ist, ich weiß es nicht. Der schleifte auf dem Boden, Funkenflug. Okay. Der hat ein bisschen zu tief gebohrt, oder wie? Weg. Oh, nicht so weit gut. So, wenn ich nicht an vorderster Front stehe, werde ich hoffentlich als erstes auf Ziel genommen. Ich kann hier tatsächlich ein bisschen Schaden machen. Ja, und da war ich jetzt ein bisschen zu weit vorne. Und da kommt doch einer. Den müssen wir nochmal glatt hier zeigen, dass wir auf ihn gucken. Wir sehen ihn gerade nicht. Boah, wir sind auch noch zu zweit, ey. Ist das mies? Was ist der? ganz ernsthaft? Also, es ist das dritte Spiel und die dritte krasse Niederlage. Ja. Ich habe einen zerstört. Zwei Leute haben wir, von denen haben wir zerstört. Also, irgendwie, naja, ausgewogenes Team sieht anders und ausgewogene Teams sehen anders aus. Aber das ist vermutlich ja nichts Neues. Zumindest für mich nichts Neues. Und Crossout, das kenne ich. Also, das war auch einer der Gründe, warum ich eine relativ lange Pause gemacht habe. Und jetzt mal wieder reinschaue, um zu gucken, wie es ist. Weil ich eine relativ lange Pause gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Teams oft nicht ausgeglichen waren. Und es geht nach Powerscore, aber nicht nach Können. Ja, und du kannst also Pech haben, dass du auf Leute triffst, die einen unglaublichen... Also, dass du in deinem Team Leute hast mit Powerscore, aber die können nicht. So, den haben wir da ein bisschen Schaden zugefügt, tatsächlich. Das ist natürlich schön, dass ich mal vorstelle. Ja. Wow, wie viele fliegende Teile haben wir hier?
Dann mit Raketen. Noch einer. Doch mal hier. So, gut, dann haben wir. So. Weiter im Text. Ja, hier oben stehen welche. Das ist gut. Das heißt, hier dürfte es einigermaßen sicher sein. Dürfte zumindest keiner drüber gekommen sein. Das ist einer von uns, Leute. Das war der letzte. Schön. Jetzt gucken wir mal in die Statistik. Die haben 1 zerstört. Also jetzt genau in die andere Richtung gekippt. Ja, und wo ich dann denke, achso, wir können ruhig das nächste Gefecht machen, aber wo ich dann denke, das finde ich merkwürdig. Ja, also sehr, sehr ungleiche Teams, wo natürlich dann die einen die anderen tatsächlich extrem dominieren, und wenn man Pech hat und irgendwie 7, 8, 9 Spiele hintereinander, ich meine, man macht ja selber auch mal ein schlechtes Spiel, das kenne ich ja, dann 7, 8, 9 Spiele hintereinander wirklich, wirklich nichts gebacken kriegt, dann geworden. Dass es da was ist. Und dann, aber wir dürfen hier, also entweder müssen die jetzt pushen hier, oder gut, oder halt dürfen wir uns zumindest hier nicht aufhalten. Ewig, weil sonst der Gegner einfach Zeit hat, die Basis zu erobern. Wobei momentan sind wir die zumindest im Ticken da was haben. Und kommen wir mal her. Ja, das sind die anderen dump. So, gucken wir mal. Steht hier einer? Normalerweise schaffen wir es, die Kanone runterzuschießen, wobei das relativ schwer ist. Okay, schön. Hat gut geklappt. Man darf sich da am Anfang dann wirklich nicht zu ewig aufhalten, weil man sonst Schwierigkeiten kriegt, sonst erobern halt die Gegner mal die Basis, und bis man dann bei der Basis ist, die haben die quasi schon gewonnen. Also wenn sich alle da aufhalten, wenn allerdings 2 da für Ablenkung sorgen und von hinten kommen, das kann sehr gut funktionieren. Ja, merkt ihr, ich hatte da oben, einmal wurde ich da oben beschossen, aber das war's, oder 2-mal, aber das war's dann eigentlich auch. Und hab da ziemlich Glück gehabt. Ich werde mal hier anfangen. Weil ich unter Umständen nicht die Reichweite habe, von da oben lang zu kommen. Das ist eventuell ein Problem. Ja. Der
wagt sich da ganz schön weit raus dafür, dass er da ist. Uns mal kümmern hier. Der fährt nämlich sonst in die Basis. Boah, da geh noch mal drauf. So. Gut. Ansonsten ist das Gefecht ziemlich im Gange. Ja. Hier fliegt sonst was hin und her. Ich wurde gerade im Kreise gedreht und war alle meine Waffen los. Und einmal. Okay. Wobei es sieht relativ. Also sieht möglich aus, aber das war echt heftig. Also, wenn man mich da getroffen hat, hat es gründlich gemacht. Schießt nicht. Der hätte schießen können. Er hat nicht geschossen. Ja, okay. Der ist sozusagen durch. Er hätte schießen können und hat nicht geschossen. Jetzt hat er geschossen. Okay, krass. Krass. Sehr krass. Okay, so, ich mache dann mal Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich öfter Crossout spiele. Ich will noch mal ein bisschen mit Streaming gucken, ob das vielleicht eine Sache ist, die funktionieren könnte. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.